Also, ich habe schon gesagt, auf die Waffenverwendung haben Sie keinen Einfluss. Aber es geht noch um was anderes. Woher kommt eigentlich das Geld für den Islamischen Staat? Also, zum Beispiel der Islamische Staat, also diese Organisation Islamischer Staat, verkauft reichlich Öl. Frau Bundeskanzlerin, warum verhindern Sie denn nicht mit internationalem Druck, dass dieses Erdöl gekauft wird? Die IS darf kein Geld bekommen. Und das Geld kommt außerdem aus Saudi-Arabien, aus Katar und der Türkei. Und das Geld kommt außerdem aus Saudi-Arabien, aus Katar und der Türkei. Und das Geld kommt außerdem aus Saudi-Arabien, aus Katar und der Türkei. Sie konnten doch die Konten der Russen sperren. Warum können Sie denn nicht die Konten dieser Familien aus Saudi-Arabien, aus Katar und der Türkei sperren? Es wird höchste Gescheit, dass das auch geschieht. Und dann frage ich Sie noch, was machen Sie eigentlich mit der Türkei? Die Türkei hat diese ganzen potenziellen Terroristen durchgelassen, ohne jede Beeinträchtigung. Die Türkei hat deutsche Hilfsgüter und andere Hilfsgüter in der Auslieferung nach Nordirak behindert. Die Türkei hilft den Flüchtlingen. Das ist unser NATO-Partner. Wann machen Sie denn da endlich mal den Druck und sagen, so geht es nicht. Mit der Türkei muss jetzt mal ernsthaft darüber gesprochen werden.